das jetzt eine Mod? Mod war, wo ich das gesehen habe, oder geht das wirklich mit Wolle? Dass man die wieder zerlegen kann in Fäden. Ich glaube, das habe ich bei irgendeinem Mod gesehen, als ich da damals ein paar Mods gesucht habe. Und dann werde ich mir die wahrscheinlich auch installieren. Da werde ich das eher mit der Mod machen. Ja. War wohl eine Mod. Schade, schade, schade. Ja, da konnte man auch Hängebrücken und das ganze Zeug bauen. Leider, Mann, ich hätte jetzt auch wieder ein paar Mods installiert. Es ist leider immer noch nichts fertig für 1.6.2. Es steht zwar dabei, es ist alles für 1.6.2 optimiert worden. Wenn man dann auf die Download-Seite geht, sieht man, keine Ahnung, das letzte Mal hochgeladen am 29. Mai. Also weiß man, dass es noch nicht für 1.6.2 ist. Weil das immer noch das alte File ist. Ich habe dann auch keine Ahnung, wieso dann die ganzen Mod-Schreiber dann schon hinschreiben, dass es schon für die 1.6.2 geht. Es funktioniert einfach nicht für die 1.6.2. Ich habe wirklich alles ausprobiert. Mit dem frischen Minecraft, mit dem Minecraft, alles mögliche. Es funktioniert einfach nicht. Der Mod wird mir überhaupt nicht angezeigt. Das finde ich irgendwie schade. Leider, keine Ahnung, habe ich kein, soll ich sagen, ja, kein Talent dafür, Mods zu schreiben oder generell irgendwas zu programmieren. Sonst hätte ich mal schon irgendwie was selber gemacht oder hätte das schon selbst optimiert, aber das ist halt das Problem, wenn man sich in sowas nicht auskennt. Ja, steht man an. So, ich sehe gerade eine Folge schon vorbei. Ich habe nicht wirklich was gemacht. Ja, das ist jetzt die Frage, was könnte ich machen? Ja, ich schau mal, wie viel Dispenser ich hier rausbekommen würde. Wahrscheinlich nicht wirklich viel. Weil man ja sehr viele Fäden braucht. So. Okay, ich brauche hier dann auch noch ein bisschen Holz. So, da ab. So. Zack, zack, zack. Hopp. Oh, ich hätte vielleicht nicht gleich so viel machen sollen. Achso, ja. Stimmt, ich kann sie aufnehmen. So. Nehmen wir mal ein paar rein und mache ich gleich alle Bögen, die ich so herstellen kann. Das war's dann eh schon. Nehme ich das hier mal kurz weg. Die Fäden brauche ich ja auch jetzt nicht. So, wie war das? Ich brauche das. Und Redstone. Gut, den habe ich eh schon eingesteckt. Schauen wir mal, ob ich mich jetzt auf dieses Rezept noch erinnern kann. Ich glaube, das war so und so, oder? Ja, weil so passiert ja nichts. Gut. Stellen wir einfach ein paar her. Ah, also so ist es dann nur ein Spender. Ohne Bogen. Alles klar. So, was könnte ich euch denn erzählen? Prinzip nicht wirklich viel. Ich habe da jetzt zwei Kommentare mehr bekommen bezüglich des Streams. Ich werde aber trotzdem noch ein bisschen abwarten. Und ja, schauen wir dann.
sich das dann noch weiterentwickelt. Ich brauche noch mehr Stein, sehe ich gerade. Gut, dann noch Stein. Basteln wir hier weiter. Haben wir ja auch eine Bastelkiste. Na, so. Ja, was ist dann denn zu dem Stream kommt? Habe ich ja gesagt, für alle, die da nicht zuschauen können oder nicht wollen oder sonstiges, dass ich ja auch den Stream hochladen werde. Mache ich immer noch. Ich habe aber ja nicht gesagt, wann. Dann werde ich dann... ja, ich habe mir einfach gedacht, ja, einfach dann am Sonntag. Wenn ich da wirklich Freitag oder Samstag den Stream mache, wird dann einfach immer der Sonntag, der danach kommt, ja, wird dann auch gleich der Stream hochgeladen. Ja, man, natürlich würde dann inzwischen ein oder zwei normale Folgen kommen. Ja. Aber geht ja nicht anders, ich muss ja dann dieses 2-Stunden-File ja rendern und alles. Intro davor machen und sowas. Ja, ich habe zwar noch einen wirklich schnellen PC, der das schnell macht, aber... ja, ich werde dann auch nicht unendlich lang aufbleiben und das dann noch am gleichen Tag hochladen. Sondern ja, werde das dann einfach dann immer am Sonntag machen. Ja, ich sag mal so... entweder wartet ihr dann bis Sonntag, schaut euch dann zuerst den Stream an und dann bei den Folgen weiter oder, ja, keine Ahnung, ihr sagt einfach, ja, ich überspringe den Stream. Natürlich verpasst ihr dann 2 Stunden, das wären umgerechnet 8 Folgen, was eigentlich viel ist. Ja, mal schauen, wie ich das noch am besten mache. So, was wollte ich jetzt tun? Den Redstone weg. Mein guter Bogen, die 2 lege ich dann oben rein. Nein. So, Werfer. 33 hätte ich jetzt, es ist immer noch viel zu wenig. Was bist denn du? Eine Redstone-Lampe. Ja, was machst du hier drin? Du gehörst ja hier rein. Ja, da brauche ich noch ein bisschen viel mehr. Ja, derzeit scheitert es eigentlich nur an den Fäden. Und bei meinem Minenschacht, wo ich schon die ganzen Schienen oder fast alle Schienen rausgeholt habe, habe ich ja eh so gut wie alle Fäden abgebaut, also viel wird dadurch nicht wirklich mehr sein. Also ich bräuchte dringend diesen einen Mod. Und wenn er den mit den, wo man die Hängebrücken bauen kann, da kann man dann den Wollblock wieder in 4 Fäden zurückwandeln. Oder den anderen, wo man sich den Spawner selber bauen kann. Und ja. Dann würde ich das machen. Und ich könnte natürlich auch probieren, dass das vielleicht mit der XP-Farm funktionieren würde. Dass ich dort einfach alle 4 Spawner auf die Spinnen umstelle. Auf die kleinen Hüllspinnen, weil die sind ja nur einmal ein Block. Und schauen, ob das funktionieren würde, dass die da über den Wasserstrom getrieben werden, weil es ist ja das Problem nur bei den Spinnen, dass die ja klettern und ja, dann würde sich das verstopfen, müsste ich das halt probieren. So. Was haben wir hier? Eichen, Tropenbaum, Birke, das ist auch Birke. Bisschen Platz, du musst da runter. Welche Baumsorten habe ich denn? Sehr wenig. Fichte. Gut, dann nehme ich mir ein paar Fichtensetzlinge raus und setze da draußen mal ein paar Bäume. Das sieht jetzt alles sehr kahl aus, aber zuerst gehen wir mal schlafen. Schlafen? Ja, super. Schauen wir mal. Ja. Gut, 15 ist aber nicht viel, sehe ich gerade. Haben wir denn noch wenig? Das ist
Tropenholz lasse ich jetzt mal außen vor. Da habe ich eh gleich den Dschungel ums Eck. Ja, dann nehme ich da noch ein paar Dinge mit. Oh, hier habe ich noch mehr. Eiche, Eiche, Eiche. Jetzt bist du auch Eiche. Okay. Pilz muss da runter. So. Na gut. Gehen wir mal da ein paar Bäume pflanzen. Ja, ich würde da gerne irgendwie so eine Redstone-Schaltung reinmachen, aber unterhalb ist ja gleich das Lager. Und ja. Geht das dann nicht mehr? Ist die Decke einfach zu dünn? Ja, die Bäume, die dann hier zu viel sind, die kann man ja dann wieder wegmachen. Sonst wächst er nicht. So, hier noch ein paar Gipfel her. Damit das jetzt nicht so eindeutig aussieht. So, da ist ein Skelett wohl gestorben. Hm? So. Darf ich eigentlich nicht wirklich was herbauen? Denn da kommt ihr dann noch. Eine kleine Umzäunung da für den Erntekomplex. So, haben wir hier auch noch ein paar hin. Haben wir halt dann einen kleinen Birkenwald hier. Oh, das war's schon. Gut. Brauchen wir nur mehr warten, bis es wächst. So. Natürlich kann das hier nicht wachsen, weil das ja nicht mit der Erde verbunden ist oder mit dem Gras her. Schauen wir mal. Bauen wir uns ein bisschen ab. So. Haben die Schafe ein bisschen mehr zu essen, aber die stehen leider zur Hälfte in der Wüste. Solche Unmenschen sind wir ja auch nicht. Ja, jetzt haben wir sie schon drüber wachsen. Keine Ahnung, wieso das da, das hier so ist. Aber das will ich ja alles eh noch ändern, aber muss ja nicht ganz hässlich ausschauen. So. Ja, das mit den Pferden ärgert mich jetzt echt. Ich hätte da echt schon gern ein Pferd gehabt, aber leider. So, ja, ich stelle mich einfach wieder hier hin. Ja, man, ich hoffe, die zwei Folgen haben euch trotzdem gefallen. Nächstes Mal gibt es wieder ein bisschen längere Aufnahme. Hatte jetzt wieder leider nicht so viel Zeit. Und ja. Ich hoffe halt, man, ich glaube kaum, dass jetzt diesen zwei Tagen da paar Mobs rauskommen, aber falls ja, hau ich die rein. Ja, besonders cool wäre halt dann wirklich so der Spawner-Mod oder sowas. Oder der, wie hieß denn der? Zipline-Mod, glaube ich. Kannte man ja alles Mögliche machen. Da konnte man auch so ein Pfeil mit einem Seil dran craften, den irgendwo hinschießen. Und ja, so eine Art Astgabel konnte man sich da machen, da konnte man sich da so rüberhangeln. Fand den echt super. Auch die Hängebrücken sahen richtig geil aus. Da dachte ich mir auch, das ist ja was Tolles dann da oben, weil ich da die Festung hinbaue, da zum anderen Berg rüber, so eine Hängebrücke. Schauen wir mal, ich hoffe, dass der noch weiterentwickelt wird. Für die 1.5.1 gibt es den, für die 1.5.2 leider nicht. Ja, gut. Will ich zu viel quatschen? Ja, habe ich jetzt schon lange nicht gesagt. Falls es gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen oder auch über ein Abo oder noch mehr freuen würde ich mich über das regelmäßig Zuschauen. Und auch wenn ihr mich weiterempfehlen würdet, dass die Community dann noch größer wird und alles.
Und ja, erzählt auch weiter, dass ich dann auch einen Stream und so mache. Abstimmung gibt es ja auch wegen dem dritten Let's Play. Also kann jeder mitmachen, muss mich nicht abonniert haben. Also da ist wirklich... Jeder darf dazu seine Stimme abgeben. Und ja, dann sehen wir uns in einem der nächsten Let's Plays wieder. Also macht's gut, euer Grafus. Ciao.